Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Enderal. Wir machen weiter hier auf der Insel der Kor mit einer fragwürdigen Sekte, die hier unterwegs war. Was zum Henker? Hat jemand die Hühner abgeschlachtet und dem Schwert nach zu urteilen ein Mensch? Aber wieso? Nehmen wir das Kultistenschwert. Krass. Habe ich das letzte Mal übersehen? Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, dass ein paar Sachen reingepatcht worden sind. Also ja, dass hier Hühner tot rumlagen, wusste ich. Aber dass da ein Schwert stand, weiß ich gar nicht mehr. Es tut mir voll leid, dass ich so unwissend jetzt gerade bin. Aber ich muss auch ehrlich sagen, das letzte Mal, als ich Enderal wirklich komplett durchgespielt habe, ist doch schon ein Weilchen her und manche Sachen sind mir dann doch mal entfallen. Besonders, weil ich viele, viele Spiele nebenbei noch gespielt habe. Enderal wird halt immer noch mein Lieblingsspiel bleiben. Aber manche Sachen entfallen einem dann doch. Hier liegt noch ein Brief. Schatulle ist leer. So, ach, gucken wir mal rein. Zweiter Brief der Kor, okay. Schwester Driella, 21. Sternsommer nach 300. Keine Ahnung, was nochmal nach ST heißt. Naja. Hier setze ich Feder und Papier, die einzigen Freunde, mit denen ich meine Sorge teilen kann. Es ist die Insel. Schon nach dem Traum war ich beunruhigt über die seltsamen Bilder. Ja, ich habe die Insel gesehen. Und ja, mit ihren weißen Stränden und dem fruchtbaren Boden wirkte sie sehr wie der Himmel auf Erden. Aber dennoch, da war etwas anderes. Solyris? Heißt das so? Solyris? Bedeutete meine Zurückhaltung als Schüchternheit. Aber das war es nicht. Es war Unbehagen. Selbst als ich ihm später davon erzählte, wollte er jedoch nichts davon wissen. Er ist überzeugt, dass es Kor war, der mir die Vision gesandt hat. Es ist unser Schicksal, hier zu leben, bis wir in sein Reich übergehen. Aber bin ich denn die Einzige, die es spürt, die es sieht, etwas Haustier? Und wenn das Kors unendliche Liebe sein soll, bin ich die goldene Königin. Und dieses Flüstern im Wind der Palmenblätter, das Brennen auf meiner Haut, wenn ich in die Sonne trete. Und ja, vielleicht bilde ich mir das ein, aber was ist mit den Fratzen auf den Wänden? Ragor sagt, es ist eine einfache Verfärbung des Holzes. Aber bin ich denn die Einzige, die darin Gesichter sieht? Dennoch, mir sind die Hände gebunden. Mit jedem Tag, der vergeht, scheint Solyris mehr in meine fast unheimliche Glückseligkeit abzugleiten. Er ist fest davon überzeugt, dass wir unsere Bestimmung gefunden haben. Fort. Wir müssen hier fort. Und das so schnell wie möglich. Aber im Augenblick bleibt mir nichts anderes, als zu warten. Kors Liebe wird mir den Weg weisen, so wie sie es damals getan hat. Ach ja, die Dame hat wohl schon gemerkt, dass hier irgendwas nicht mit rechten Dingen vor sich geht. Oder das ist so das erste Hinterfragen, nenne ich es mal. Und hinterfragen ist so wichtig. Es ist wirklich wichtig. Boah, Datteln. Boah, ich liebe Datteln. Ich liebe wirklich Datteln. Bananen liebe ich, Datteln und Kokosnüsse. Ich glaube, ich wohne hier falsch. Nee, also wirklich, meine lieben Leute, hinterfragt, hinterfragt, hinterfragt. Auch wenn ihr anderen Leuten damit auf den Senkel geht. Nehmt nicht alles hin, was euch vor die Füße geworfen wird. Das hier unten. Eisenerz. Okay, dann haben wir das hier abgehakt. Thank you.
schlafen möchte ich nicht. So, ich will mich auf die Bank stellen. Dritter Brief. Der Chor. Das Bündel Papiere scheint eine Art Schriftaustausch der Chor gewesen zu sein, die sich ihres Schweigegelübdes wegen wohl andere Wege der Verständigung hatten ausdenken müssen. An den unterschiedlichen Handschriften könnt ihr die beiden Gesprächspartner erkennen. Die Dokumente sind auf 25. Sternsommernacht datiert. Ja, sieht man, ohne Kommunikation geht es nicht. Ja, sie ist seltsam in letzter Zeit, aber mach dir keine Sorgen. Sie braucht Zeit, sich an all das hier zu gewöhnen. Du weißt doch, wie sehr sie an Arg gehangen hat. Mag sein, aber was ist mit dem, was sie erzählt? Das Flüstern, diese Fratzen in ihrem Zimmer? Fängst jetzt auch noch damit an? Das sind Flecken, Verfärbungen, weiter nichts. Meinst du wirklich? Ja. Ich muss dir etwas sagen, Rukas. Darf ich? Was war die Frage? Natürlich darfst du. Dieses Flüstern. Ich höre es auch. Und diese Hitze, die Schrift ist ja abgebrochen. Dana, wir sind hier sicher. Solyris sagt es und ich spüre es ebenso wie er. Diese Insel ist ein Geschenk von Chor und wir werden hier bleiben, bis es soweit ist. Vertraue mir einfach. Du weißt, dass ich niemals zulassen würde, dass dir etwas zustößt. Es ist, was mich so traurig macht, einige merken, dass irgendwas nicht richtig läuft. Und dass sie sich dann einfach so bequatschen lassen von solchen Leuten, dass die das immer alles so sagen, nein, da ist nichts und Chor wird uns schon retten. Das finde ich so traurig, weil es ist, man hätte, glaube ich, was verhindern können. Weil die Texturen sehen ein bisschen komisch aus. Ein Granatstein. Jetzt fassen wir mal diese komische Büste an. Eine Büste. Die Maske wirkt seltsam lebendig. Ob es sich um die Gottheit des Kultes Chor handelt? Oh, habt ihr das gerade gehört? Ah, wir haben 50 EP dafür bekommen, dass wir eine Büste angefasst haben. Ha, wir kommen sogar rüber. Da sind noch mehr Bananen. Liebe Bananen. Bananen ist das beste Obst, was es gibt. Sind Bananen hier auch so cool in dem Spiel? Was machen denn Bananen? 4 Lebenspunkte, naja. Immerhin. Da geht's noch rund. Am Strand gehen wir später. Dinge. Wir sind durch den Holzpfeil da geschlittert. Ich hätte gerne den Stahlpfeil. Ich habe nämlich offscreen ein paar gekauft. Oben der Bruderschaft der Chor. Lederstreifen nehme ich gerne mit. Bringt das hier alles. Ach, Genesungstrank. Den Brief habe ich schon nicht übersehen, keine Angst. Ich bin gerade nur dabei, erstmal zu looten. Nein, ich wollte nicht die Holzschüssel nehmen. Holzschüssel. Ach nee, die sind ja hier. 4. Brief der Chor. Schwester Cori, 23. der Ankunft. Oh, die haben sogar ein Jahr überlebt, wahrscheinlich. Oder fast ein Jahr. Zumindest sind sie bis ins neue Jahr gekommen.
Heute Morgen hatte Dyrella einen Anfall. Mitten im Gebet im Gemeindehaus begann sie zu brüllen und um sich zu schlagen, und es brauchte drei von uns, um sie ruhig zu stellen. Selbst als es uns gelungen war, sie ruhig zu stellen, hörte sie nicht auf, herumzuschreien. Irgendwas von Leichenfratzen. Sie muss diese Gesichter gemeint haben, die sie in den Wänden sieht. Solyris ließ sie ins Gemeindehaus bringen und gab ihr einen Trank aus Dämmerblumensaft, um sie ruhig zu stellen. Tatsächlich war das Schlimmste aber nicht der Anfall. Es war die Gleichgültigkeit, mit der Solyris und die anderen Männer, nachdem sie Dyrella in ihre Hütte gebracht hatten, weitermachten. So, als wäre nichts gewesen. Für sie scheint es schrecklich einfach zu sein, ihren Zustand als Wahn abzutun. Ich kann das nicht. Und schlimmer noch, ich weiß, wovon sie spricht. Lange habe ich mir versucht einzureden, dass auch ich mir das nur einbilde, aber das tue ich nicht. Das Flüstern, es ist da. Und überall dem liegt wie ein Schleier diese Gewissheit, dass etwas nicht stimmt. Ich fühle mich wie ein Kind, dessen Vater ihm eine lebensechte Wachsfigur schenkt und es davon zu überzeugen versucht, dass sie ihr Freund sei. Ganz gleich, wie kunstvoll sie angefertigt ist und wie makellos die Haut zu sein scheint, am Ende ist sie tot. Und war es von Anfang an. Ja, das stimmt, dass sie, ich finde das so krass, dass sie sich halt diesem, also dieser Solyris ist halt einfach skrupellos. Ist halt so, sag ich mal, ein typischer Sektenanführer. Ich hoffe, ich lehne mich damit nicht zu weit aus dem Fenster. Und das finde ich so erschreckend. So, hier geht's ja wieder hoch zum Gemeindehaus, ne? Ich muss jetzt eine Banane essen, weil ich minimal nicht geheilt bin. Und mich macht es immer so kirre, wenn unten der Lebensbalken da so ist. Das hat nicht ganz gereicht. Okay. Dann habe ich wirklich schon alle Hütten jetzt hier durchsucht? Ich bin mir gerade voll unsicher. Nein, die habe ich garantiert noch nicht durchsucht. Wenn hier noch Ratten drin sind. Ja. Der Pfeil. Leer, okay. Elvis, ja, ist, ne? Ist das Gleiche. Ich frage mich, was dieses komische Geräusch bringt. Gott, die Quest, ich weiß nicht, irgendwie ist sie mir ein bisschen entglitten. Also ich wusste noch, dass es hier auf dieser Insel ist mit dem Chor, dass das echt eine durchtriebene Sekte ist. Aber was es mit diesem Büsten auf sich hat, hat sich irgendwie... tragen wir schon. Weiß nicht, irgendwie macht mich das ein bisschen kirre. Ich will Datteln! Gib mir Datteln! Ich will noch mehr Datteln. So. Ja. Es macht mich halt alles so... ich weiß nicht mehr alles genau. Das tut mir echt leid. Wieder findet ihr einen Schriftaustausch. Er erkennt die beiden Handschriften wieder. Es sind die von Rukas und Schwester Dana. Ich muss mit dir reden, Rukas. Was ist? Ich habe zu tun. Rukas, ich kann einfach nicht mehr. All das hier, es ist einfach zu viel. Es geht um Solyris, oder? Weiß er, was er heute getan hat? Er hat sie geschlagen, verdammt nochmal. Er hat sie mit voller Wucht ins Gesicht geschlagen. Sie hat es verdient. Was? Sie hat es verdient. Hast du nicht gehört, was sie tun wollte? Sie wollte uns verraten, Dana, verraten. Das ist auch nicht wahr. Sie wollte gehen, weil es ihr schlecht geht. Und sie hat gesagt, dass sie wiederkommen würde. Was sie nicht vorhatte. Und selbst wenn, sie darf nicht gehen. Das hier, Dana, das ist unsere neue Heimat. Chor hat uns hierher geführt und die Insel zu verlassen bedeutet, auf seine Liebe zu spucken, und überhaupt diese Fotze soll sich glücklich schätzen, dass Solyris es bei ein paar Schlägen belassen hat. Wie kannst du nur so etwas schreiben? Was? Fotze? Es ist ganz einfach, siehst du? Wir sollten es ihr auf die Stirn tätowieren. Vielleicht denkt sie dann nächstes Mal einen Arm weit länger, bevor sie unseren Glauben derart mit Füßen tritt. Was? Hat es dir die Sprache verschlagen? Du machst mir Angst, Rukas. Tue ich?
Vielleicht ist es besser so. Wir wollen ja nicht, dass du auch auf ähnliche dumme Gedanken wie Cory kommst. Diese Insel ist ein Geschenk, Dana. Cor hat uns hierher geführt, um ein Leben fern von den Fängen des Demiurgen zu führen zu können. Und jetzt befolge meinen Rat und halte zukünftig dein ketzerisches Maul. Ich will nicht zu ähnlichen Mitteln wie Solyris greifen müssen, aber glaub mir, ich tue es, wenn es notwendig ist. Da hat der gute Rukas eine ziemliche Gehirnwäsche bekommen, würde ich mal sagen. Also so wie er spricht, ist das absolut menschenverachtend und man merkt, dass dieser Glaube, den diese Sekte hat, jetzt will ich ein paar Datteln essen. Bin ich blind? Ach, die sind bei Zutaten, ne? Dann esse ich halt eine Banane. Dass diese Sekte schon ziemlich, ja, unterdrückend ist, nenne ich es mal. Unterdrückend. Und das finde ich sehr erschreckend. Ich finde so ein Verhalten echt erschreckend. Oh! Oh! Das ist die One-Hit-Spinne! Das wird jetzt interessant. Nein! Bin doch nicht so weit, Spiel. Lass mich raus. An die Spinne erinnere ich mich natürlich. Die war. Boah. Ja, durch Amras natürlich. Da habe ich seinen Stream geguckt und der ist auch so wie ich hier rein und hat sich voll erschrocken. Und dann kam diese Spinne halt an. Oh, müssen wir uns mal kurz ein klein wenig heilen. Ach, geht nicht. Wir sind ja nicht im Kampf. Oh, wir sind ja noch im Kampf. Ich renne mal kurz weg, damit der Kampf sozusagen aufhört. Und wir uns heilen können. Oh Gott, ich weiß gerade gar nicht, wie wir da rangehen sollen. Wird schwer mit der. Esse ich denn nochmal einen Apfel? Zwei. Nein, was soll ich denn? Ich will nicht mein Reittier haben. Du sollst Hansi heißen. Das letzte Mal hat es doch funktioniert. Ja. Mein Kleiner, aber du kommst jetzt nicht mit. Du bist tot. Okay. Erstmal brauche ich die Schwerter. Was habe ich denn für Tränke? Kann ich das machen? Oh, jetzt bin ich unsichtbar, ne? War das... Ah nein, ich hab dir voll verschwendet. Den Trank. Das ist doof. Puh, ich weiß halt nicht, wie wir die hinbekommen sollen. Ich habe nur noch drei Genesungstränke, das ist halt nicht viel. Hier nochmal, so.
habe Angst vor dieser Spinne. Ich weiß nicht, wie wir sie schaffen sollen. Oh Gott. Die ist viel zu schwer. Oh Mann. Schnell raus. Ja, an der Stelle werde ich jetzt erstmal die Folge beenden. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich weiß, wie ich diese Spinne am besten erledigen kann. Also wir werden es einfach mal probieren. Es wird schwer mit der. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.